Herzlich willkommen zu 5 Minuten Laden, 5 Minuten Fragen. In nur 5 Minuten klären wir alle wichtigen Themen rund um das Thema Ladeparks. Ich bin hier im Ladepark in Bispingen. Hier wird schon fleißig gebaut. Ich habe viele Fragen mitgebracht, aber auch die Fragen aus der Community. Und jemand, der sie auf jeden Fall beantworten kann, ist Volker Rimpler, unser NBW-Ladepark-Profi. Schön, dass du hier bist. Hi Robin, freut mich auch. Danke. Ich nutze die 5 Minuten ja immer, um mein Elektroauto aufzuladen, bekomme dann wieder 100 Kilometer Reichweite in die Batterie und dann quetsche ich dich aus, okay? Alles klar. Das Auto lädt, die Zeit läuft. Hier kommt die erste Frage. Los geht's! Lieber Volker, jetzt stehen wir hier am Ladepark in Bispingen und ich frage mich immer, wie entscheidet ihr eigentlich, wo solche neuen Standorte und Ladeparks entstehen? Stell mir das so vor, ihr habt so eine Karte, Finger und zack drauf oder wie läuft das? Naja, ganz so ist es nicht, Robin. Okay. Wir haben einen Fachbereich, die Netzplanung. Die stellt also fest, wo der Bedarf ist, um dann zum Beispiel 50 Kilometer Abstand an den Autobahnen solche Ladeparks zu haben. Dafür werden Grundstücke benötigt. Der Auftrag von der Netzplanung geht an die Akquisition. Da sind die Profis. Wir sind aber dankbar über jedes Grundstücksangebot, was wir auch von außerhalb reinbekommen. Jetzt weiß ich schon mal, wo gebaut wird, aber als Elektroautofahrer wünscht man sich ja möglichst viele Lademöglichkeiten. Wie entscheidet ihr denn, wie viele Ladepunkte an so einem Park entstehen? Das kommt in der Tat auf die Region an, wo wir einen Schnellladepark brauchen. In der Regel bauen wir den Erstaufbau auf mit 8 bis 16 Ultraschnellladepunkten. Dazu sollte man wissen, dass man momentan bis Ende 2030 in Deutschland mit einem Bedarf von 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkten rechnet. Boah, das ist eine Menge. Und was macht ihr denn jetzt, wenn zum Beispiel mehr Elektroautos auf dem Markt sind, mehr Leute laden wollen? Seid ihr aufgeschmissen oder wie? Nee, da halten wir uns immer einen Spielraum offen, wie zum Beispiel hier in Bispingen. Bispingen im Erstaufbau 16 Ladepunkte, ist aber ausbaufähig bis auf 40 Ultraschnellladepunkte. Und genauso gehen wir auch in die Grundstücksakquisition, und die Grundstücke alle ein bisschen größer sind und dann entsprechend auch ausgebaut werden können. Jetzt schaue ich mal noch mal kurz in meine schlauen Fragen. Ich habe mich ja in der Community umgehört und die fragt sich oft, wie lange es eigentlich dauert, bis so ein Ladepark komplett aufgebaut ist. Ja, gute Frage. Also vom ersten Spatenstich an bis zur Fertigstellung 3 Monate. Das ist nicht viel. Aber man darf dabei nicht vergessen, wir haben ja ganze Genehmigungsprozesse und natürlich die Grundstücksakquisition. Und wenn man alles Ende zu Ende betrachtet, 1,5 bis 2 Jahre. Wow, 3 Monate, wenn der Bau losgeht mit Ladesäulenaufbau, Solardach, allem drum und dran. Respekt, das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und wie teilt ihr das dann auf? Habt ihr dann verschiedene Bauabschnitte oder wie läuft das? Na, man kann das durchaus in 4 groben Schritten erklären. Wir fangen an mit den Tiefbauarbeiten, also klassisch Fundamentarbeiten, die Kabel in die Erde reinbringen, die Verlegerung. Der zweite Schritt ist dann, die Dachträger aufzusetzen, samt dem Dach, samt der Photovoltaikanlagen. Und im dritten Step werden dann alle anderen Dinge, wie zum Beispiel die Sitzgruppe, die Toiletten, die angeliefert werden, die Beleuchtung, die Kameras, als auch die, wie du hier siehst, die ganzen Markierarbeiten etc. Im letzten Step, und das ist eigentlich der, ich sag mal, dann doch entscheidende auch für den Kunden dann endlich, der Verteilnetzbetreiber kommt, es wird scharf geschaltet auf die Umspannstation, die Ladesäulen werden in Betrieb genommen, im Backup dann hochgeladen. Und wenn es angeschlossen ist, kann man es dann auch in der Mobility Plus App nachschauen, wie viele Ladepunkte jetzt für den Kunden bereitstehen. Es geht ja bestimmt auch nicht immer alles reibungslos. Oder jetzt mal ganz ehrlich, es tauchen doch bestimmt auch Probleme auf beim Bau von so einem Park. Ja, durchaus. Es gibt sogar Probleme, die können wir kaum beeinflussen. Weil du musst dir vorstellen, wenn wir hier 300 kW-Säulen aufbauen, wir benötigen natürlich einiges an Strom. Und nicht jeder Verteilnetzbetreiber kann uns im ersten Moment die Energie liefern, die wir benötigen. Ja, und was macht ihr dann? Wie löst ihr dieses Problem? Ja, also wir setzen uns sehr frühzeitig mit den Verteilnetzbetreibern in Verbindung. Man muss wissen, in Deutschland gibt es über 800 Verteilnetzbetreiber. Also das Netz ist sehr kleinteilig. Und wir müssen natürlich prüfen, ob der Verteilnetzbetreiber uns diese Energie überhaupt zur Verfügung stellen kann. Dann arrangiert man sich möglicherweise, dass man erstmal einen kleineren Ausbau vornimmt, also weniger Ladepunkte. Und zu dem Zeitpunkt, wenn der Verteilnetzbetreiber uns die gesamte Energie zur Verfügung stellen kann, dann den großen Ausbau betreibt. Ein weiteres Problem, wo wir keinen Einfluss drauf haben, ist eine klassische Baustelle. Wir brauchen eine Baugenehmigung und wir sind hier abhängig vom behördlichen Freigabeprozess. Aber jetzt mal ganz konkret, wie lange dauert so eine Freigabe?
Also wir setzen Ingenieurbüros ein, die uns die Bauunterlagen zusammenstellen. Dann wird der Bauantrag eingereicht, wenn alles ordentlich zusammengestellt worden ist, kalkulieren wir in der Regel mit 3 Monaten. Manchmal passiert es, dass dann doch länger dauert, dann wird es ärgerlich, 6, 7 Monate. 7 Monate? Dann verlieren wir ganz viele wichtige Monate, um Ultraschnellladesäulen zu bekommen. Zum Glück habe ich deinen Job nicht. Ich bin da viel zu ungeduldig dafür. Zack, da sind die 5 Minuten auch schon um. Das war's also mit den Fragen, denn meine 100 Kilometer sind jetzt geladen. Danke, Volker, da habe ich jetzt wirklich wieder einiges gelernt. Ich hätte noch ganz viele Fragen, aber ich muss leider los. Mein Auto ist ja aufgeladen. Na gerne doch und dir viel Spaß auf den nächsten 100 Kilometern. Den werde ich auf jeden Fall haben, denn ich liebe es, mit dem Elektroauto unterwegs zu sein. Und du kannst jetzt deine Chance nutzen, um den Volker auch mal in der nächsten Folge Fragen zu stellen. Ja, einfach in die Kommentare unterhalb des Videos reinschreiben und dann ist deine Frage im nächsten Video. Ich freue mich auf jeden Fall und wenn du es nicht verpassen willst, unbedingt Kanal abonnieren, die Glocke drücken, dann bekommst du noch eine Benachrichtigung, wenn wieder ein neues Video online ist. Ich fahre jetzt los und wir sehen uns am nächsten Ladepark.